Für die Bewertung des Unterwasserseekrieges ist die strategische Ausgangslage von entscheidender Bedeutung. Während des Ersten Weltkrieges litt das Deutsche Kaiserreich maßgeblich unter der wirksamen Fernblockade schwerer britischer Überwasserseestreitkräfte. Der kriegswichtige Seehandel mit Nachschubgütern und Rohstoffen kam daher nahezu vollständig zum Erliegen. Da das Deutsche Kaiserreich nicht über eigene überseeische Stützpunkte verfügen konnte, war die deutsche Hochseeflotte de facto in der Nordsee eingesperrt. Ein Ausbrechen deutscher Überwasserstreitkräfte in südlicher Richtung durch den engen Ärmelkanal war ebenso wenig möglich wie der Durchbruch in nördlicher Richtung. In den schottischen Kriegshäfen stand die Grand Fleet mit massierten Kräften und sperrte die Nordseeausgänge. Die einzige Möglichkeit, den feindlichen Handels- und Kriegsschiffverkehr zu attackieren, bestand im Einsatz von Unterseebooten. Diese konnten in getauchtem Zustand unerkannt Wartepositionen an den Geleitverkehrsrouten beziehen und durch Torpedoangriffe meist unerkannt aus dem Nichts zuschlagen und unentdeckt wieder ablaufen. Anhand dieser Tatsachen wird die unterschiedliche Bewertung von Unterseebooten deutlich. Für das Deutsche Reich war das U-Boot im Grunde die einzige Möglichkeit zur offensiven Seekriegsführung, die wirksame Bedrohung des gegnerischen Schiffsverkehrs von kriegswichtiger Bedeutung. Die britische Admiralität hingegen vertraute auf ihre große Anzahl schwerer Überwasserkriegsschiffe und sah in dem Unterseeboot nur ein in seiner Verwendung sehr begrenztes Seekriegsmittel. Ein deutscher Handelsschiffverkehr existierte nicht in nennenswertem Umfang. Für einen möglichen Kampf gegen die deutschen Großkampfschiffe standen in Überzahl eigene Schlachtschiffverbände zur Verfügung. Die erfolgreiche deutsche Handelskriegsführung mit Unterseebooten während des Ersten Weltkrieges dokumentierte die von dieser neuen Waffe ausgehende Gefahr in eindrucksvoller Weise. Eine wirksame Blockade gegen die Grauen Wölfe war selbst für die größte Seemacht der damaligen Zeit, Großbritannien, nicht möglich. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges im Jahr 1918 wurde ein Jahr später in Versailles ein Vertrag zwischen den am Krieg beteiligten Nationen ausgehandelt und unterzeichnet. Bei diesem irrigerweise häufig als Friedensvertrag bezeichneten Abkommen handelte es sich in seiner tatsächlichen Auswirkung um ein Diktat der Sieger gegenüber dem Besiegten. Nach dem Versailler Vertrag wurde Deutschland gezwungen, seine Hochseeflotte an den Gegner auszuliefern. Der Bau von Unterseebooten und Flugzeugen wurde Deutschland gänzlich verboten. Damit endete abrupt die so verheißungsvoll begonnene Entwicklung deutscher Unterwasserkriegsführung. Im Verlaufe des Ersten Weltkrieges hatten immerhin 320 deutsche U-Boote, 6.394 Handelsschiffe und 100 Kriegsschiffe versenkt. Zwischen 1922 und 1933 gab es trotz dieses Verbotes einige verdeckte geheime Konstruktionsentwicklungen in Deutschland von untergeordneter Bedeutung. Die praktischen Schritte für den Bau von Unterseebooten begannen jedoch erst wieder im Dezember 1933. Es wurde zunächst bei den deutschen Werken in Kiel das Material für 6 U-Boote bereitgestellt. Mit dem Abschluss des deutsch-britischen Flottenabkommens vom 18. Juni 1935 war der Versailler Vertrag von 1919 praktisch aufgehoben. Das an diesem Vertrag federführend beteiligte Großbritannien hatte damit im Alleingang einer neuen deutschen Wehrhoheit zur See zugestimmt. Der Weg für eine legale U-Boot-Aufrüstung in Deutschland war damit frei geworden. Nach diesem Abkommen durfte Deutschland 35% der englischen Überwasserschiffstonnage
und 45% der britischen U-Boot-Tonnage bauen. Eine mögliche Erweiterung auf 100% wurde sogar als Option vereinbart. Entsprechend der Stärke der Royal Navy durfte Deutschland damit eine U-Boot-Gesamttonnage von 24.000 Tonnen, also 45%, aufbauen. Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, dass die U-Boot-Waffe nach wie vor in der englischen Marine nur von untergeordneter Bedeutung war. Das britische Zugeständnis bedeutete im Grunde sehr wenig. Mit dieser geringen Gesamttonnage konnte das U-Boot in der neu aufzubauenden deutschen Flotte kein bedeutender Faktor werden. In der Zeit von 1935 bis Ende August 1939 wurden drei verschiedene U-Boot-Typen gebaut. 32 kleinere Küsten-U-Boote mit ca. 250 Tonnen und einem Aktionsradius zwischen 3.100 und 5.000 Seemeilen. 2 große U-Boote für den Einsatz in entfernten Seegebieten mit 860 Tonnen und einem Aktionsradius von 7.900 Seemeilen. Und 23 U-Boote des Typs 7 mit 626 bzw. 760 Tonnen und einem Aktionsradius von ca. 5.000 Seemeilen. Bei Kriegsausbruch verfügte die Kriegsmarine über 57 im Dienst befindliche U-Boote, von denen waren jedoch nur 46 einsatzbereit. Nur 22 überhaupt waren für die Verwendung im Atlantik geeignet. Dies bedeutete also, dass nur jeweils durchschnittlich 5 bis 7 U-Boote im Atlantik am Feind stehen konnten. Die restlichen Boote befanden sich auf dem An- oder Rückmarsch oder bei der Materialauffrischung. Selten wohl ist eine Waffe mit so geringen Mitteln in einen Krieg gegangen. Sie konnte dem Gegner tatsächlich nur Nadelstiche versetzen. Damit kann man aber eine der ersten Seemächte und ein Weltreich in einem Krieg nicht friedensbereit machen. Nach den Kriegserklärungen Frankreichs und Englands am 3. September 1939 an das Deutsche Reich erklärte der FDU, der Führer der Unterseeboote, Admiral Dönitz am 9. September 1939: Es kann auch in Zukunft bei Belastungen notwendig werden, dass der erfahrenste Offizier dieser Waffe versucht, Geist und Ausbildungsstand auf der Höhe zu erhalten. Dem steht jedoch gegenüber, dass die Feindtätigkeit der zurzeit vorhandenen Waffe und damit die Aufgabe ihrer Führung bald nahezu hinfällig werden muss, wenn es nicht gelingt, schnell eine zahlreiche und wirkungsvolle Waffe aufzustellen. Die deutsche U-Boot-Waffe war, so gut es im Frieden überhaupt möglich ist, für den Krieg ausgebildet. Sie sollte sich nun im Kriege bewähren. Wieder wird ein Unterseeboot in Dienst gestellt. Flottille klar zum Auslaufen. Abschied von den Kameraden. Dem Operationsgebiet entgegen. Andere Boote kehren zurück. Der erste Bericht des Kommandanten, Ritterkreuzträger Kapitän Leutnant Schewe. Seine Versenkungsziffer beträgt rund 100.000 Fotoregistertonnen. Admiral Dönitz, der Befehlshaber der Unterseeboote. Das
Unterseeboot des Kapitänleutnant Wohlfahrt läuft ein. Er versenkte auf dieser Fahrt 49.900 Bruttoregistertonnen. Vizeadmiral Dönitz überreicht dem erfolgreichen Kommandanten das Ritterkreuz. Und hier das Unterseeboot von Kapitänleutnant Kort, der bisher 15 Schiffe versenkte. Kapitänleutnant Endras, der frühere Wachoffizier von Korvettenkapitän Prien, von Feindfahrt zurück. Er konnte mit seinem Boot bisher 211.000 Bruttoregistertonnen feindlichen Schiffsraumes auf den Meeresgrund schicken. Der Führer verlieh ihm als 5. Unterseebootskommandanten das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Während des Ersten Weltkrieges operierten die U-Boote ausschließlich allein. Mit der Einführung des Konvoisystems, die Handelsschiffe wurden nun von Sicherungsfahrzeugen gedeckt, konnten die Alliierten die U-Boote erfolgreich von den Geleitzügen abdrängen, beziehungsweise überhaupt ein Herankommen in Schussweite meist verhindern. Erst gegen Ende des Krieges wurden erste Ansätze einer Gruppentaktik nun auch bei U-Booten angewandt. Die Erfolge gegen die alliierten Geleitzüge stellten sich dann auch alsbald ein. Die seekriegsgeschichtlichen Lehren des Ersten Weltkrieges bestanden damit im Wiederaufgreifen der im Ansatz bereits begonnenen Rudeltaktik. Es kam darauf an, den Gegner zu finden, zu melden und mit einer möglichst großen Zahl von U-Booten wirksam zu bekämpfen. Die Taktik des Zusammenoperierens von U-Booten wurde in einem großen Manöver zum ersten Mal in einem Wehrmachtsmanöver im Herbst 1937 angewandt. Von einem U-Boot-Begleitschiff aus dirigierte Admiral Dönitz die Boote. Im Juli 1938 wurde eine gleiche Übung im Beisein des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine Großadmiral Räder durchgeführt. Die Boote begannen, die Gruppentaktik zu üben. Großadmiral Räder bei seinen U-Booten. Nach der Besichtigung begab sich der Großadmiral in Begleitung von Kommodore Dönitz, dem Führer der Unterseeboote, an Bord des Aviso Grille, um einer Übung auf hoher See beizuwohnen. Die Aufgabe lautet: U-Boot-Angriff auf einen Geleitzug. Thank you.
4, 5, 6, 7. Boot ist durchgependelt. Die Lage des Deutschen Reiches war für den Anmarsch von Seestreitkräften in den Atlantikraum hinein denkbar ungünstig. Der U-Boot-Krieg konnte nur dann erfolgreich geführt werden, wenn genug Boote zur Verfügung standen. Die von Admiral Dönitz immer wieder geforderten 300 Boote wurden jedoch nie erreicht. Aufgrund politischer Fehleinschätzungen Adolf Hitlers wurde das U-Boot-Bauprogramm erst wenige Monate vor Kriegsausbruch entscheidend forciert. Durch die bald eintretende Materialknappheit konnten die notwendigen Stückzahlen für einen erfolgreichen U-Boot-Krieg niemals erreicht werden. Mit den vorhandenen geringen Kräften war ein durchschlagender Erfolg selbst unter Berücksichtigung einzelner hervorragender U-Boot-Kommandanten nicht auf Dauer zu erzielen. Die spektakulären Ergebnisse einiger U-Boot-Asse, so wurden besonders erfolgreiche Kommandanten genannt, wie Prien, Kretschmar, Lüth und viele andere, hatten letztendlich keine kriegsentscheidenden Auswirkungen. Zeitweise war es noch nicht einmal möglich, den laufenden Verlust von Booten durch Neubauten auszugleichen. So sank, trotz der zwischenzeitlich höchsten Prioritätsstufe für den U-Boot-Bau, die Zahl der vorhandenen Frontboote weiter ab. In den ersten Kriegsmonaten erlitt die U-Boot-Waffe noch zusätzlich erhebliche Rückschläge durch die Fehlentwicklungen in der Torpedobewaffnung. Die neuartigen Magnettorpedos explodierten nicht. Kapitänleutnant Prien
schimpfte nicht zu Unrecht, dass er nicht mit einem Holzgewehr erfolgreich kämpfen könne. Das Unterseeboot des Kapitänleutnant Endras auf Feindfahrt im Atlantik. Der Schiffsort wird bestimmt. Der Ausguck ist der wichtigste Dienst an Bord eines Unterseebootes. Laufend wird der Horizont nach feindlichen Schiffen abgesucht. Begegnung mit einem Unterseeboot auf hoher See. In Sicht. Alarm! Der Kommandant, Eichenlaubträger Kapitänleutnant Endras, verlässt als letzter die Brücke und schließt das Turmloch. Alarm tauchen! Für die Unterwasserfahrt werden die Elektromaschinen eingeschaltet. Lampensignale melden dem leitenden Ingenieur Boot tauchklar. Unterdeck ist auf Tauchstation. Fluten! Das Boot geht auf Tiefe. Diese Bilder wurden mit Hilfe einer fest eingebauten Unterwasserkamera gemacht. Das Seerohr wird ausgefahren. Das Ziel ist erkannt, ein bewaffneter britischer Handelsdampfer. Auftauchen, der Dampfer soll durch Artillerie versenkt werden. Das Feuer. Seine Schüsse liegen zu kurz. Der feindliche Dampfer entgeht nicht seinem verdienten Schicksal. Weiter auf Kurs Nordwest. Ein Geleitzug ist gemeldet. Der Kurs auf den Feind wird abgesetzt. Alarm! Alle Mann voraus! Wieder wird die E-Maschine eingeschaltet, wieder geflutet. Der stark gesicherte Geleitzug kommt in Sicht. Der größte Dampfer wird aufs Korn genommen. Das Boot geht in Schussposition. Am Rohr saß im Bugraum. Die Laufzeit des Torpedos wird mit der Stoppuhr verfolgt.
Getroffen! Der Kommandant beobachtet durch das Seerohr das Vernichtungswerk. Kapitänleutnant Indras versenkte bisher rund 220.000 Bruttoregistertonnen feindlichen Schiffsraumes. Am Unterwasserhorchgerät. Schraubengeräusch. Feindlicher Zerstörer greift an. Losen! Losen! Das Boot stößt in die Tiefe. Wasserbomben erschüttern das Boot. Das Licht ist ausgefallen. Die Sicherungen werden ausgewechselt. Ein Ventil ist undicht geworden. Der Schaden wird sofort behoben. Nach stundenlanger Unterwasserverfolgung ist die Luft wieder rein. Das Boot hat seine Verfolger abgeschüttelt. Es taucht auf. Bei hoher Dünung geht es von neuem an den Geleitzug heran, aus dem in mehrtägigen Kämpfen weitere Schiffe herausgeschossen werden. Die Schlacht auf dem Atlantik geht weiter. Seit Kriegsbeginn wurden 13,8 Millionen Tonnen feindlichen Schiffsraumes versenkt. Unsere Unterseeboote sind an diesem gewaltigen Erfolg entscheidend beteiligt. Englands Lebensnerv ist schwer getroffen. Zu Beginn des Krieges führten die U-Boote streng nach Prisenordnung Seekrieg. Ein Handelsschiff musste, gleichgültig ob bewaffnet oder nicht, angehalten und untersucht werden. Das U-Boot hatte für die Sicherung der Dampferbesatzung zu sorgen, wenn eine Versenkung des Handelsdampfers gerechtfertigt war. Ausgenommen von diesen Schutzbestimmungen waren Handelsschiffe, die durch Kriegsfahrzeuge oder Flugzeuge geleitet wurden oder sich an Kampfhandlungen beteiligten oder der beabsichtigten Untersuchung Widerstand leisteten. Dies hörte sich in der Theorie ganz vernünftig an. Die Realität des Krieges sah jedoch ganz anders aus. Sobald ein Dampfer ein U-Boot gesichtet hatte, setzte er meist unverzüglich das Zeichen SSS ab und fügte den Standort hinzu. Britische Kriegsschiffe oder Flugzeuge tauchten dann binnen kürzester Zeit am Ort des Geschehens auf und vertrieben das U-Boot. Offizielle Befehle bereits aus dem Jahr 1938 beweisen, dass die britische Admiralität sämtliche Handelsschiffe in ihr Nachrichtensystem eingebunden hatte. Die Dampfer wurden sogar zum Rammen der U-Boote aufgefordert. Nach der Prisenordnung lag somit ein klarer und eindeutiger Verstoß gegen die Bestimmungen vor. In dem genannten Fall hatte das Handelsschiff sogar in erheblichem Umfang einer militärischen Maßnahme gedient. Durch seine Nachrichtentätigkeit beging es eine kriegerische Handlung. Der Schutz der Prisenordnung war damit erloschen. Trotz dieses regelwidrigen Verhaltens achtete aber die deutsche U-Boot-Flotte nach wie vor diese Vereinbarung zum Schutze unbewaffneter Seeleute. Vereinzelte Versenkungen von Transportschiffen
waren meist auf ein Versehen zurückzuführen. Wie sollte zum Beispiel auch ein U-Boot während der Dämmerung oder in der Nacht erkennen, ob ein Handelsdampfer bewaffnet oder nicht bewaffnet war? Ebenso war eine eindeutige Identifizierung eines feindlichen Schiffes, durch die Wetter- und Sichtlage beeinflusst, oft unmöglich. In der Nacht fuhren die Handelsschiffe entgegen dem internationalen Abkommen abgeblendet, also wie Kriegsschiffe. Die Verwechslungsgefahr wurde dadurch in erheblichem Maße von ihnen selbst provoziert. Churchill ordnete bereits im April 1940 das Vorgehen britischer U-Boote bis in das Seegebiet vor dem Skagerrak an. Er befahl seinen U-Boot-Kommandanten, bei Nacht alle Schiffe ohne Warnung anzugreifen, selbst auf die Gefahr hin, dass möglicherweise eigene Fahrzeuge getroffen werden könnten. Mit dem Kriegseintritt Japans am 7. Dezember 1941 erklärten die USA kurzerhand den gesamten Pazifik zu ihrem Operationsgebiet. Sie führten von Beginn an uneingeschränkten U-Boot-Krieg, auch gegen zivile Handelsschiffe der Achsenmächte. Aufgrund dieser Entwicklung gab schließlich auch Admiral Dönitz den uneingeschränkten U-Boot-Krieg frei. Es entbrannte ein zäher und furchtbarer Kampf zwischen Über- und Unterwasserkriegsschiffen. U-Boot auf Geleitzug Jagd im Nordatlantik. Das Boot gehört zu einem Rudel, das auf ein britisches Großgeleit angesetzt ist. Mit äußerster Kraft geht es dem befohlenen Ziel entgegen. Feindliches Sicherungsflugzeug in Sicht. Das Boot taucht. Es steht dicht vor dem Geleit. Zuluftschächte dicht. Das Seerohr wird vorsichtig ausgefahren. Diese Aufnahmen wurden von dem zweiten Seerohr ausgemacht. Der Kommandant hat die ersten Schiffe des Geleits im Fadenkreuz. Alles klar. Ein kurzer Seitenblick. Schiffstyp und Größe werden festgestellt. Rohr 1 und 4 los. Ein Zweierfächer jagt gegen den Feind. Seerohr wird eingefahren. Das Boot geht auf Tiefe. Da sind schon die Zerstörer. Sie überlaufen das Boot. Vermeintlichen Wasserbomben. Das Boot wird hin und her geworfen und bäumt sich auf. Alle Mann voraus. Die normale Trimlage muss wiederhergestellt werden. Das Licht ist ausgefallen. Der übliche Glasschaden. Gut. Gut. Mit ein paar geübten Griffen ist alles wieder behoben. Vorsichtiger Rundblick. Die Luft ist wieder rein. Einer der torpedierten Dampfer schwimmt noch auf seiner Ladung. Auftauchen! Die U-Boot-Männer sollen selbst Zeugen ihres Erfolges sein.
Dies ist nur eines von den vielen Schiffen, die unsere U-Boote bei ihren erfolgreichen Märzoperationen gegen Großgeleitzüge auf den Meeresgrund schickten. Am 1. Januar 1943 standen insgesamt 164 Boote im Atlantik und 21 im Nordmeer. Im Tagesdurchschnitt standen 98 Boote in See. Von ihnen befanden sich 39 im Operationsgebiet und 59 auf dem Hin- und Rückmarsch. Seit Beginn des Jahres 1943 hatte sich der U-Booteinsatz immer mehr auf die Geleitzugbekämpfung verlagert. Dies geht aus dem Anteil der Versenkungen von Geleitzügen an dem Gesamtversenkungsergebnis hervor. Es betrug in den ersten drei Monaten des Jahres 1942 durchschnittlich 39%. In den ersten drei Monaten des Jahres 1943 sogar 75%. Diese für Deutschland positive Entwicklung im U-Boot-Krieg fand im April-Mai 1943 ein jähes Ende. Urplötzlich schnellten die Verluste an eigenen Booten nach oben. Es schien, als wenn die Offensivkraft der U-Boote von einem Moment auf den anderen plötzlich gebrochen wäre. Was war geschehen? Den Alliierten war es seit 1942 gelungen, die deutschen Funksprüche zu entschlüsseln. Sie wussten daher häufig, wo sich Boote zum Angriff formierten. Es blieb ihnen damit entweder die Möglichkeit, Ausweichkurse der Geleitzüge zu veranlassen oder sich der zu erwartenden Auseinandersetzung zu stellen und die U-Boote zu bekämpfen. Durch die erheblichen technischen Fortschritte in der Radarentwicklung konnten die anmarschierenden U-Boote nun bereits auf größere Entfernung rechtzeitig festgestellt werden. Besonders die Ortung durch Flugzeuge schaltete die Überwasserkampfkraft der Boote fast vollständig aus. Nur im getauchten Zustand konnten sie den todbringenden Angriffen der Kampfflugzeuge entgehen. Die fast unbegrenzten technischen und materiellen Möglichkeiten der USA ermöglichten einen kriegsentscheidenden Hochfrequenzkrieg. Die tödlichen Ortungsmittel wurden derart vervollkommnet, dass nahezu jedes U-Boot, ob es nun funkte oder nicht, unweigerlich in ihren Todeskreis geriet. Dann begann der Vernichtungsangriff, noch mit Hilfe zahlreicher kampferprobter Sicherungsfahrzeuge. Zerstörer, Korvetten, U-Boot-Jäger und Flugzeuge stürzten sich meist gleichzeitig auf den einsamen Jäger in der Tiefe und hetzten ihn zu Tode. Die großen Verluste an Booten gingen somit vor allem auf die Auswirkungen dieser neuartigen Technik zurück. Die Geleitzugschlacht im Nordatlantik wurde dann auch von Großadmiral Dönitz am 24. Mai 1943 abgebrochen. Aus den Jägern waren nun Gejagte geworden. Und hier deutsche Unterseeboote, zurück von ihrem ersten Amerika-Einsatz. Siegeswimpel als Zeichen des Erfolges. Die Besatzung empfängt nach wochenlanger Fahrt die erste Post. Auch dieses Boot versenkte vor der amerikanischen Küste mehrere Frachter und Tanker. Das Bordmäuschen hat die Fahrt gut überstanden. Oberleutnant Itis läuft mit seinem Boot ein. Er hat bisher über 100.000 Bruttoregistertonnen feindlichen Schiffsraumes versenkt und ist der jüngste Ritterkreuzträger unserer U-Boot-Waffe.
dem Einlaufen in den Hafen gehen die Boote in die Bunker, die nach Plänen des Reichsministers Dr. Todt von der OT erbaut wurden und Schutz gegen jeden Bombenangriff bieten. Das Boot wird sofort von Werftarbeitern für die neue Feindfahrt überholt. Treibstoff für die Dieselmotoren. Proviantübernahme. In Kürze ist das Boot wieder einsatzbereit. Die schweren Verluste im Mai 1943 hatten eindeutig gezeigt, dass der Punkt erreicht war, an dem die Abwehr der beiden großen Seemächte die Kampfkraft der deutschen U-Boote übertroffen hatte. Im Durchschnitt hatte ein Boot pro Seetag 1940 rund 1000 Tonnen feindlichen Schiffsraumes versenkt. Ende 1942 waren es nur noch ca. 200 Tonnen pro Seetag. Eine Besserung der Lage war so schnell nicht zu erwarten. Die neuen U-Boote des Typs 21 standen nicht vor Ende 1944 zur Verfügung. Ehrung eines gefallenen Kameraden. Ein Blumenstrauß, der letzte Gruß, wird den Wellen übergeben. Nach tagelanger Fahrt ist das Operationsgebiet erreicht. Begegnung mit dem Unterseeboot des Ritterkreuzträgers Kapitänleutnant Biegald, der kurz zuvor das britische Flugzeugmutterschiff Unicorn versenkte. Ein Gruß von Boot zu Boot. Bei schwerem Wetter muss ein Tauchbunker umgestellt werden. Seegang wirft das Boot hin und her. Die Brückenwache muss sich angurten. Die Fahrt geht weiter. Am 4. Mai 1945 erhielten alle U-Boote von Großadmiral Dönitz den Befehl, den Krieg zu beenden. Angriffsverbot. Zu diesem Zeitpunkt standen immer noch 49 Boote in See. In der U-Boot-Waffe dienten insgesamt ca. 39.000 Seeleute. Sie forderte von den jungen Männern dieser Zeit unvorstellbare Strapazen und persönliche Opfer. Immer nur mit unzureichenden Mitteln ausgerüstet, führten sie einen 6 lange Jahre andauernden Krieg gegen einen an Zahl und Material weit überlegenen Gegner mit außergewöhnlichen Erfolgen. Dass es ihnen trotzdem gelang, England in der Anfangsphase des Krieges fast an den Rand einer Niederlage zu bringen, wurde selbst vom Gegner gewürdigt. Nach dem Krieg erklärte der englische Premierminister Churchill: „Das Einzige, was ich in diesem Krieg wirklich gefürchtet habe, waren die deutschen U-Boote." 27.082 deutsche U-Boot-Fahrer blieben für immer auf dem Grund der Weltmeere zurück. Disziplin und Kameradschaft waren bis zum letzten Tag das beherrschende Element dieser Männer.